Ist das nicht schlimm, wenn ich jetzt gleich drauf gehe? Mal gucken. Die Rolle müsste rein theoretisch ja weg sein, weil ich sie ja platt gemacht habe. Hier sind sie. Ja, das muss es sein. Ja, die müssten hier nämlich eigentlich sein, hier bei dem Punkt. Da weiß das Spiel mal wieder nicht Bescheid, dass ich schon längst fertig bin. Wenn das Öhrchen klingelt, wird überein gelästert. Döse. In dieser Döse ist Jon. Hier, hier ist es. Ich hoffe, das Ganze ist es wert, Weaver. Mann, die Horde habe ich aber hier. Zack, weg. Ja, ich kam, sah und sie verschwanden. Genau, Schatz. Und nie anders. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ich scheiß mir gleich in die Hose. Jetzt wieder zurück und dann gehören. Gut. Oh, ey. Macht jetzt endlich das Tor auf! Ich wollte einen extra Löffel, ne? Direkt nach dem Stream kriegst du Löffel und dann kurz vor dem Fuß zu Bett kriegst du Löffel. Ich darf raus! Hey. Hey Mann, wie geht's dir? Mehr habe ich nicht gefunden. Oh. Oh Mann, was haben wir denn da? Oh. Bruder, du bist ein Lebensretter, Mann. Jederzeit. Danke. Brauchen Sie sonst noch was, Weaver? Weaver, brauchen Sie... Großartig. Hey, Corporal St. John, du bist einer von den Guten. Du bist wie ein Bruder für mich. Ja. Ich weiß, dass ich ein guter Soldat bin. Mit einer der Besten der Besten. So. Gut, dann reden wir jetzt mal hier mit dem Colonel. Irgendwann muss das ja mal gemacht werden. Und wie du? Ah, hier steht's nach Arschloch. Ah, so, ich war... Wissen Sie, als ich jung war, wir erforschten Höhlen wie diese hier. Sucht nach Felszeichnungen von den Modok und anderen. Jahrtausende alt. Wissen Sie, sie lebten nie in diesen Höhlen, die Heiden. In Kälte und Dunkelheit. Doch sehen Sie, wie tief wir gefallen sind. Colonel, ich der Soldat, der Lieutenant Whittaker und Weaver zugeteilt war, den Sie ersetzt haben, ist fahnenflüchtig. Er brach in meine Privaträume ein und stahl mein Exemplar der Heiligen Schrift. Ich will sie zurück. Ja, Sir.
Sie finden seinen letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal. Hoppala, die ist mir ins Feuer gefallen. Wo soll denn der Böse sein? In? Schon wieder 3 Punkte zum Ausgeben. Ist Fernkampf komplett fertig, glaube ich, ne? Nee, hier habe ich noch den Cocktail. Zack. Dann ist der Fernkampf erledigt. So. Oh, laut dem hier muss es noch irgendwo Nero geben. Eine Konzentration fehlt mir. Habe ich hier alle Nero-Dinge? Es gibt hier noch irgendwo eine Ecke? Ich, aber hier weiß, also oben weiß ich, das war ja alle abgekratzt. Die hatten wir ja verglichen. Hier eigentlich nur noch hier irgendwo eine sein, aber. Er will schon wieder reden. Ist so, nach den fortsetzenden Handlungen sind die südlichen Regionen für dich vorübergehend gesperrt. Abbrechen, nö, nehme ich nicht an. Ich werde da nicht zuhören. Kein Interesse. Kein Interesse. Sowas von nicht. Wieso steht mein Bike eigentlich unten, wenn ich direkt zum Eingang gefahren bin? Yes, stand im Weg. Beacon. Corporal St. John. Hart. Schön, dich zu sehen, Mann. Das ist super, hey, mega hart. Dick, ich kann doch nicht im Weg stehen. Corporal Deacon St. John. Sarge, wie geht's denn so? Okay, Jacob, das große Stück Scheiße labert wieder. Ja, okay. Bis dann, Corporal. Jo. Nichts weiter in der Nähe, außer den hier wieder. Naja. Wer will mit mir talken? Ein Hirsch. Am Verkehr musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen. Wollte doch keiner mit mir reden. Bin unwichtig. Sehr schön. Drecksvieh! Machst du wohl Platz, du! Oh Mann, bald so weit weggeflogen wegen dir. Okay, ich kann es nicht runterfallen, wenn ich das Spiel verhindern. Oder? Bye? Hallo? Das war mega heftig. Ich hab das Wasser schon auf mich zukommen sehen.
Die Wölfe sind ja auch offenbar so schnell da. Ja, wird schon wieder einer mit mir finden und doch wieder nicht. Okay, Brother Myers. Wo zum Teufel? Ah ja, Schlecher. Moment mal, war das etwa deine neuen Kumpel? Scheiße. Den Schrott. Das ist doch immer sehr nett. Frag mich bloß nur, was er da immer dann ausbaut. Zur Hölle bist du, Myers. Ja, so ist das. Ob ich sie... Ja, war's nicht. Er ist zu weit weg. Dass ich einen Safety Shot machen kann. Anarchisten. Okay. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Wo müsstest du noch hier liegen? Ja. Hm, da ist auch noch einer drin. Der Scheißbaum. Manchmal kann es doch. Wie gut, dass ich gerade hier rein bin. Wo ist er? Da stimmt was nicht. Scheiße, er ist tot. Was zum? Ja, töte deinen Kameraden. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Ja, greif ihn an. Der stöhnt da oben aber ganz schön heftig. Gleich erwischt. Nur dich. Vielleicht da oben. Sneaky. Bis jetzt. Vielleicht verkacke ich wieder bei irgendeiner Scheiße. Dürfte keiner mehr sein. Ist aber auch nicht viel los. Muss doch noch einer sein.
Das ist er. Ach gut. Oh ja. Schon umgebracht. Hier sind sie. Okay. Okay, Meyers. Man sagt ja Ruhe in Frieden, aber das lasse ich mal lieber. Schon alle tot. Oh Mann. Das war zu sneaky. Yay, eine Attraktion konnte ich herstellen. Oh mein Gott. Die mal reparieren. Will ich nicht ausgeben. Noch genug. Weil ich hier die Bikes stehen habe für den Schritt. Als ob du okay, es dem Bike besorgen würdest. Und jetzt bringe ich das zum Körner. Nein, da liegt noch einer. Den müssen wir noch besuchen. Und dann bringen wir es dem Körner noch. Sie alle hinüber. Wieso finde ich natürlich keine, wenn ich porte? Hey, lass mich Hinko. Rein! Los, Dorf! Opera Deacons! Moin! Komm rum! Rum, rum! Boah, die Frau hat Eier aus Stahl, du. Hölle, was suchen Sie denn hier draußen? Müssen Sie nicht da oben in der Eiche sein und sich ins Höschen machen? Colonel Garrett? Sir? Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Ich hab den Fahnenflüchtigen gefunden. Private Myers, und hier ist Ihre Bibel. Und der Allmächtige habe das letzte Wort. Haben Sie ihn lebend hergebracht? Am Sammelpunkt wartet schon eine Schlinge auf ihn. Nein, Sir. Die Anarchisten waren vor mir da und folterten ihn zu Tode. Bedauerlich. Doch Gottes Wille ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, Sir. Weitermachen, Corporal. Darüber lässt sich streiten. Ekelhaft ein Akzent. Nee. So. Haben wir keinen Auftrag mehr? Ui. Das Ding muss doch jetzt nach da oben.
Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps. Wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von Degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Gar nicht wahr. Sie sind Teil von Gottes Plan. Er hat recht. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Ja. Genau, Karl. Ja. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Ja, richtig. So ist ja. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Wiederaufbau. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein. In dieser Endzeit sind wir die Flut. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten und säubern. Ryan, hier ist St. John. Komm. Tja, wie weit? Okay, ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Und zwar jetzt sofort. Gib mir deine Koordinaten. Zu den Degenerierten und erledigt. Warte, wo bist du? Zu den Sünden. Mitten im Crater Lake, Wizard Island, das Milizlager. Hast du die Panzerfäuste deaktiviert? Ah, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Guck mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende.